Boom. Und gleich gibt es größere Booms als das Boom. Und wie man rechts schon sieht, geht es hier um Commands, die viel machen. Und das Praktische an dieser Function ist, die besteht aus einer Datei und kann halt in jeder Welt eingesetzt werden. Diese Welt hier habe ich mir auch einfach runtergeladen, eingefügt, die zwei oder den einen Scoreboard rechts markiert und die oder erstellt und die beiden, also mich und eins, einen Wert gegeben. Oder muss ich noch einen Wert geben? Das ist nämlich der Wert von Chunks, die in die Z-Koordinate gehen. Also ja, müssten ja sind 16 Chunks, also 16 Blöcke, nicht 16 Chunks, sondern ein Chunk. Und wenn ich jetzt hier den Wert Scoreboard Player also Set Creeping Creeper soll jetzt 5 mache und jetzt Function Creeping Creeper Grief, jetzt lädt das kurz. Und dann sollte der gleich also hier, wo mein PC arbeitet. Sollte langsam mal fertig sein. Und ja, das ist ein großer TNT-Block, der übrigens auch komplett massiv ist. Und ich würde sagen, damit kann man eine Welt schon ziemlich in die Luft jagen. Man braucht halt einen PC, der das schafft. Und das dauert halt einfach ewig. Ich glaube, bisher wird das eher schaffen. Hier jetzt nochmal ein Nachtrag, um zu zeigen, wie das halt auf dem Server funktioniert und insgesamt, wie man das einrichtet und so. Also halt mit den Scoreboards. Den Namen von dem Scoreboard werde ich noch umändern. Wahrscheinlich auf Anzahl einfach. Das sind halt heißen Scoreboard Objectives Add Anzahl. Aber ich muss jetzt halt hier LOL schreiben, weil der Zeit noch so steht. Und dann noch dahinter Dummy. Und das ist übrigens hier ein Nitralo-Server, den ich mir gemietet habe. Und ja, hier ist halt diese Function drauf. Da muss man auch schreiben: Scoreboard Players Set Küken Creeper, dann halt die Anzahl oder halt euer Spielername. Natürlich noch dann da den eingeben, wo das hinzugefügt werden soll. Und noch Scoreboard Players Set. Und dann hier einfach nur 1 eingeben. Dann halt der Name, was halt Anzahl wäre. Bei mir ist halt noch lol. Und einfach den Wert 1. Und jetzt ist es eigentlich schon fertig aufgesetzt und ja, jetzt kann man eigentlich schon zerstören. Zerstörung kommt jetzt. Das war
Was voll unnötig. Hat schon gemerkt, dass der hat ein bisschen mehr Leistung als mein PC. Mir ist halt auch schon passiert, dass ich irgendwas testen wollte oder so. Und dann wird es irgendwie von Lava gezündet und dann ist mein Computer gestürzt. Wenn das jetzt Lava wäre, dann wäre das schon gezündet worden. Das wird alles relativ gut einstellen. Da kann ich das gerne mal hier zeigen. Und das sind halt die Werte. Das ist hier halt zweimal drin, weil wir immer noch mal 17 Blöcke weiter oben aufgeführt wird. Damit man ich glaube, ich habe hier nicht nur was gemacht, das ist. Naja. Und ich muss ihn halt einfach nur reinschreiben. Also ich kann das jetzt einfach mal ändern. Anzahl und. Hier. Anzahl. Ich kann das jetzt eigentlich zeigen, wie das dann halt funktioniert. Weil ich das dann halt auf dem Server ändern müsste und. Die auch einfach mal ein bisschen übertreiben. Ich supporte mich einfach mal weg. Und erstmal ein bisschen anhalten. Ich muss das jetzt mit dem Rechnen und will eh nichts hinbekommen. Also. Also soweit ich das weiß, ist maximal irgendwas mit 65.000 oder so. Also damit ich halt Score. Ich warte. Scoreboard. Players. Set. Creeper und dann irgendwie hier. Ich glaube auch, wenn ich jetzt einfach nur mal eine Zahl eingebe, die zu hoch ist, dann macht er jetzt die maximale Anzahl, die er kann, die irgendwie 65.000 ist oder so. Das ist jetzt die Frage, ob der Server das schafft, bei so vielen Blöcken, die da platziert werden müssen. Das sind schon viele Blöcke. Wahrscheinlich werde ich gleich nochmal gekickt wegen Timed Out und dann würde das auch aufhören. Weil er dann nicht mehr weiß, wo ich bin und das wieder an meiner Stelle platziert. Aber das Server ist nicht abgestürzt. Der muss jetzt halt einfach nur sehr viel rechnen gerade. Na, er läuft noch. Bin ich? Hilfe! Kann er kurz da wieder hingehen? Dann ist das irgendwo so in der Richtung. Aber interessant, dass ich teleportiert wurde. Aber nicht. Wie kein TNT platziert wurde.
Kriegen die richtig? Ja, durch. Okay. Ist das doch, was ich vorhin schon gesehen hatte? Ist das überhaupt die Aufnahme, die ist mit dem Dorf, was ich gesehen hatte? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich wurde zu weit weg teleportiert. Ich würde einfach mal 65.000 mal, also 10, 50.000 mal 10 Blöcke. Kommt einiges zusammen. Ich kann hier mal kurz gucken, Scoreboard, Players, List. Also der hat es nicht weit gemacht eigentlich. Wahrscheinlich weil ich direkt gekickt wurde, aber. Ich hätte wahrscheinlich jetzt wieder gekickt. Habe ich mir gedacht. Wollte ich eigentlich die IPs zensieren? Weiß ich gar nicht. Kann das sein, dass ich bei dem gleichen Wasser wieder bin? Wie vorhin? Ich glaube, vorhin war ich in der. Ein Ding ist sein hier. Ne, ich glaube, es ist nicht das gleiche. Ne, ist nicht das gleiche. Ich kann ja mal gucken, wie es am Spawn aussieht. Ich glaube, das hier ist ein Test gewesen. Und hier hat ich das getestet auf dem Server. Dann hier ist noch einmal getestet, also noch einmal gemacht. Und da hatte ich ein Problem mit dem Audio, was ich glaube ich jetzt auch wieder haben werde. Und dann halt noch das, was ich jetzt gerade. Und ja, das war's dann halt auch mit dem Video. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen und abonnieren und sowas. Und ja. Tschüss.